Halt, stopp! Jetzt reicht es. Jetzt red ich. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 83. Ausgabe von Freischnauze. Ich bin der Christian und heute geht es darum, warum bei mir so lange Pause war. Ja, der letzte Video ist ja wirklich nur schon einige Wochen her. Ne, vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, da ging es ja um die Nahrungskettengeschichte, um die ich mal so ein bisschen Kopf gemacht habe und mal meinen Senf dazu gegeben habe. Und dann war plötzlich Stille. Was ist da so zwischendurch passiert? Das letzte Video, was ich hochgeladen habe, das war auf Telegram, das war ja dieses verschneite Video irgendwo mitten in Berlin, wo ich halt diese Baustellenaufsicht hatte, wo ich halt eine Baustelle bewachen sollte. Habt ihr gesehen, ich bin da mitten durch den Schnee gestapft, alles war noch gut. Ja, die Arbeit war auch angenehm. Ich hatte halt meinen Container, wo ich halt immer drin sitzen konnte, während ich meine Runden zwischendurch gedreht habe, was ich auch ziemlich gut fand. Ja, und einer der Gründe, warum bei mir nichts kam, ist nicht nur, dass ich mal eine Pause gebraucht habe von Freischnauze, was ja auch ein bisschen gut tat, weil manchmal muss man ja auch ein bisschen Pause machen, ne, um wieder neuen Input zu kriegen, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr, worüber ich reden sollte. Ne? Meine Corinna ist irgendwann durch, da hast du irgendwann die Schnauze voll, wie oft soll ich mich noch über die scheiß Maskenkacke aufregen und die Zwangsimpfung und blablabla, die irgendwann tierisch auf den Sack. Ne, da gehen die irgendwann die Ideen aus. Ne? Dann, wie gesagt, Thema MGTOW, wo ich ja auch sehr großes Feedback von euch bekommen habe, ist... auch für mich nicht mehr relevant. Ich weiß, was ich wissen muss. Ich lasse mich darauf keine Diskussion mehr ein. Ne, das Thema ist für mich durch. Was auch sehr gut tat, um sich mal wieder auf alle Sachen zu konzentrieren. Ich war ja wirklich wie besessen davon, muss ich ehrlich zugeben. Aber naja, wenn man halt ganzes Leben lang ja quasi so ein bisschen im Unklaren lassen wird und plötzlich alles wieder einprasselt, ist klar, dass es dann erstmal so ziemlich, ziemlich starker Input wird, den man da bekommt. Und ja, der hat mich ziemlich mitgerissen. Und wie gesagt, da war es natürlich auch ganz wichtig, dass ich da mal so ein bisschen Abstand vornehme. Und wie gesagt, die Pause tat wirklich ganz gut. Ich habe mich auf meinem Hauptkanal darauf konzentriert, mal wieder ein bisschen meine Lieblingsvideospiele zu zocken. Aktuell ist es ja The Crew 2, weil ich ja wirklich jetzt wirklich täglich ein Video präsentiere, weil ich da aufgenommen habe. Was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Ich kann momentan schon andere zocken, also das ist echt, echt heftig. Dass ich jetzt da auch schon seit fast 80 Folgen an dem Spiel sitze. Ne, also soweit habe ich schon vorproduziert. Ja, aber der andere Hauptgrund, warum wir das Video machen, so ein bisschen verlangt ist, das waren gewisse Arbeitsbedingungen an der Baustelle, die ich euch da im Winter auf Telegram präsentiert habe. Ne? Das war halt einfach so gewesen. Ich hatte da halt meine Arbeit, ich habe da meine 6 Stunden immer rumgesessen, was im Sicherheitsbereich relativ kurz ist, aber der Auftraggeber wollte halt nur 6 Stunden haben, dass wir da so ein bisschen rumrennen. Das habe ich auch gemacht. Ich war mit meinen anderen Kollegen da eingeteilt, wobei für mich der Löwenanteil der Dienste zugefallen ist. Und nur wenn ich mal 2 Tage frei hatte, ist ja für mich eine Spur und sonst musste ich wieder ran. Im Grunde war die Arbeit da mit dieser Baustelle am Anfang gar nicht so schlecht. Ich habe mich da relativ wohl gefühlt. Ne? Ich hatte, wie gesagt, meinen Container, wo ich mich hinsetzen konnte. Da war eine Heizung drin. Ich hatte meinen Stuhl, meinen Tisch, ich hatte Strom. Ich hatte einen guten Überblick über die Straße. Und wenn Leute von draußen gesehen haben, gerade im Winter, wenn es früh dunkel wird, dass da Licht brennt, hat da sowieso keiner wirklich Scheiße gebaut. Ne? Da ist jemand da, da machen wir jetzt lieber nichts. Jetzt ist das folgende Problem gewesen, als es anfing, wärmer zu werden und sich der Frühling näherte. Kam ich den einen Tag zur Arbeit, ne? Also ich habe den einen Tag Feierabend gehabt, wie immer, sehr spät Feierabend gehabt, ne? Also kurz vor dem Tageswechsel. Und komme direkt am nächsten Tag wieder zu der Baustelle an, ist der Container weg gewesen. So, ich kam da an, ich war richtig angepisst. Ja? Plötzlich war meine Heizung weg, die ich zwar nicht mehr gebraucht habe, ist ja auch real. Mein Strom war weg, der Tisch war weg, der Stuhl war weg. Mein geschütztes Dach, wo ich geschützt war vor Regen, Wind und Wetter, war plötzlich weg. Ja? Und in der Baustelle selber konnte ich zwar auch rein, aber die Räume waren alle komplett leer. Ja, ich hatte nirgendwo einen Tisch, ich hatte nirgendwo einen Stuhl, es waren noch keine Steckdosen installiert. Also die waren schon vorinstalliert, aber die konnte man noch nicht benutzen. Ja, und dann stand ich plötzlich da, ohne alles. Kein Stuhl, kein Nüschchen, also ich war, Leute, ihr könnt nicht glauben, ich war richtig angepisst. Zum Glück lagen da auf dieser Baustelle irgendwo nur leere Kartons rum, die ich da durch die Gegend getreten habe. Wie gesagt, die waren alle leer. Ja, also da war ich richtig angepisst, ne? Und da war es vorbei. Und jetzt hätte ich ja eventuell noch zwischendurch mal ein paar Videos raushauen können. Aber das war aus Grund dessen natürlich voll verjagt. Weil jetzt war ich gezwungen, auf dieser beknackten Arbeit mir jetzt auch noch einen eigenen Stuhl mitschleppen zu müssen. Ja, also ich mal meinen alten Campingstuhl mitgeschleppt und zur Arbeit. Und dann wieder mit nach Hause schleppt, aus Angst, weil damit der mir nicht geklaut wird. Ja, also das ist alles ziemlich bescheuert gewesen. So, aber ging er dann noch wunderschön weiter. Ne? Irgendwann waren dann auch die ganzen neuen Türen fertig. Da habe ich dann neuen Schlüssel für gekriegt. Ne? Um die Baustelle betreten zu können. Aber die Räume drinnen haben dann auch irgendwann Türen gekriegt, ja, zu denen ich keinen Schlüssel hatte. Und die waren alle irgendwann abgeschlossen. Und dann stand ich da quasi in leeren Räumen, in so einem leeren Flur und konnte da nichts mehr machen. Ja.
Ich hätte eigentlich von Anfang an, vom ersten Tag an sagen müssen, passt auf, ich habe jetzt keine Unterkunft mehr, ich bin da vor Regen und Wetter nicht geschützt. Sage, das kann nicht sein, dass ich hier im Regen stehen lassen werde, wenn es sein muss. Ich hätte gleich von Anfang an sagen müssen, das Ding ist für mich durch, ich habe hier nichts mehr zu suchen. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich versuche aus der Situation, in der ich mich gerade befinde, immer das Beste zu machen, weil ich weiß, dass ich manchmal sehr impulsiv sein kann und vielleicht ein bisschen vorschnell verurteilig bin. Außerdem, so bin ich der Meinung, wenn man versucht, aus der Lage was für sich angenehme zu machen, ist man auch gewappnet für andere Lösungen im Leben, die man vielleicht lösen kann. Ne? Ich denke mal, ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen möchte. Ne? Also, dass man sich immer eine Möglichkeit offen hält, ein Problem zu lösen, anstatt gleich sofort aufzugeben. So habe ich die Sache betrachtet. Auch wenn es zu meinem Schaden war. So. Aber es ist noch nicht alles. Da kam jetzt der nächste Punkt. Da hat es mir dann irgendwann erreicht. Nun ist es so, dass der Schlüssel, den ich hatte, den musste ich irgendwann mal abgeben. Ne? Wenn ich mal frei hatte, musste ich den Schlüssel für die Baustelle natürlich irgendwo abgeben. Der wurde abgeholt, der Schlüssel. Ne? Von der Revierstreife ist abgeholt worden. Das Problem war, mein Dienst fing halt immer an einer bestimmten Uhrzeit an. Ja? Aber der Revierfahrer fing anderthalb Stunden später an, der mir den Schlüssel gebracht hatte. Und der musste dann, wenn er angefangen hat, noch mal eine halbe Stunde fahren, bis er bei mir ist. Wenn man halt als Beispiel mein Dienst um 14 Uhr begonnen hätte, war eine andere Uhrzeit, der war ja abends da, aber ist ja egal. Wenn mein Dienst also 14 Uhr angefangen hätte, hätte ich den Schlüssel erst um 16 Uhr gekriegt. In dieser Zeit war die Baustelle zu, ich bin nicht Jungs reingekommen und auch das Klo war dicht. Bin ich auch nicht reingekommen. Das heißt, ich hätte zwei Stunden lang nicht aufs Klo gehen können und wenn es Pisswetter gewesen wäre, hätte ich mir ordentlich schön den Regen auf den Kopf knallen lassen können. Das waren echt wunderbare Arbeitsbedingungen. Und das ist immer noch nicht alles. Ja, einer der Gründe, warum dann bei mir eine Zwangspause war, ist, dass ich im April auch noch eine richtig fette, ich sag mal, Grippe bekommen habe. Ich glaube nicht, dass es eine Erkältung war, ich habe mein Leben schon oft genug Erkältung gehabt. Da hast du eine verstopfte Nase, dann hast du so ein Nasenspray, um wieder frei atmen zu können. Ja, vielleicht hast du auch ein bisschen Fieber und so eine Kacke, ne, die geht relativ schnell wieder runter. Aber bei mir muss es eine Grippe gewesen sein. Also Corinna war es nicht, da war ich absolut sicher. Da muss es eine Grippe gewesen sein, weil ich habe mich wirklich unfassbar schlecht gefühlt. Ich weiß, dass ich Fieber hatte. Ja, wenn ich unterwegs war zur Arbeit, ich bin tatsächlich so bescheuert, wie ich war, natürlich krank zur Arbeit gefahren, weil ich keinen Bock hatte, zum Arzt zu rennen, nur damit er bei mir C feststellt, da war ich mir zu schade für. Ich wollte mir auch nicht so ein olles Kackstäbchen in den Zehode rammen lassen. Da hab ich mir lieber gedacht, wisst ihr was, Leute, da bin ich lieber zur Arbeit, das ist die weniger schlimme Quälerei. Ja, und so bin ich halt bei der Scheißkrankheit zur Arbeit gerannt. Und das Schlimme ist gewesen, jeder Schritt, den ich gemacht habe, hat sich eigentlich gefühlt wie ein Marathonlauf. Also irgendwann am Alexanderplatz, wo ich halt immer umsteigen musste, ja, gab es an der Stelle, wo ich hin musste, keinen Fahrstuhl. Eigentlich gab es doch einen Fahrstuhl, der war ständig mit Leuten belegt und ich wollte ja keinen anstecken. Also bin ich lieber in die Treppen gelaufen. Und jetzt, wenn ich um einen gekommen bin, ich habe nach Luft gehabt, als ob ich einen Marathon mit Überschwindigkeit gelaufen wäre und das, obwohl ich kaum was gefressen habe. Weil das Problem für meine Schwäche ist ja gewesen, dass ich, wenn man krank ist, hat man da keinen Appetit. Dann hast du nicht wirklich Hunger. Ne? Und dann baut der Körper natürlich ab. Und dann wirst du ja noch schwächer. Rind zu essen kriegst du aber nichts, obwohl vielleicht besser wäre, weil der Körper Energie braucht. Ne? Dann bist du wieder natürlich in einem Dilemma. Das ist übrigens auch das Thema im nächsten Video. Das Dilemma, wovon ich reden möchte, das wird ein bisschen ein heikles Thema, aber dazu muss ich einfach was sagen. Aber wie gesagt, dann bin ich irgendwann in der Zwickmühle gewesen. Ja. Zum Glück war auf der Arbeit dann in so Raum lag dann so eine olle eingepackte Matratze in so einer durchsichtigen Folie eingepackt. Ne. Und ich habe mich da die Treppen wieder hochgequält und mich da auf die Matratze hochgeschmissen und bin dann dafür zwei Stunden ingepennt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja. Wie gesagt, für mich war das die weniger schlimmere Quälerei, als zum Arzt zu gehen und sich so ein scheiß Stäbchen in der Nase schieben zu lassen, nur damit dann auf so einen ollen komischen Krankenschein draufsteht, ah, hier, Mr. Krischer hat Corinna. Ja. Also da habe ich keinen Bock drauf gehabt, weil Corinna war dann mit Sicherheit nicht. Also schmecken konnte ich noch was, aber wie man so schön sagt, wenn man das halt hat, hat man nicht wirklich Geschmack in der Schnauze, aber ich konnte noch was schmecken, weil ein bisschen habe ich ja, weil die ist aber halt nicht sehr viel, sondern nur das Notwendigste. Und dann, wie gesagt, nach anderthalb Wochen war der Scheiß dann endlich vorbei. Das war für mich die längste Zeit, wo ich das als Hölle empfunden habe. Und da habe ich mich dann wirklich so befreit, als ich wieder gesund war. Und da habe ich dann gesagt, bei dieser Baustelle, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich sage, Schluss, aus, Feierabend. Denn ich glaube auch, dass diese Krankheit damit zu tun hatte, dass zumindest auch mein Körper nicht mehr zu dieser Arbeit wollte, weil es einfach scheiß Bedingungen gewesen sind. Ne? Weil ich musste mich ja zu Hause regelrecht losreißen, um dahin zu müssen. Ja? Und da habe ich gelernt, dass es wahrscheinlich auch so psychotechnisch veranlagt ist, dass wenn du einen Ort hast, wo du nicht hin willst, erst recht wirklich richtig krank werden kannst, um da nicht hin zu müssen. Ja? Also wie ihr seht, das waren alles wirklich Sachen und Wochen und Monate,
die ich da verbracht habe, die mich so dermaßen zurückgeschmissen haben, dass ich einfach keinen Bock hatte, mich vor der Kamera zu stellen. Und zu Hause habe ich auch keine Lust dazu gehabt, weil ich mich von dem ganzen Scheiß ablenken wollte. Und gerade auch, wo ich krank war, habe ich mich auf mein Bett gelegt, habe dann meinen heißen Tee getrunken und habe mir dann passend zu meiner Krankheit zum Thema auf YouTube die ganzen Clips von 1000 Tode ins Gras zu beißen angeguckt. Ja. Oder 1000 Gründe ins Gras zu beißen angeguckt. Wie wisst ihr, ich denke mal, was das heißt, da waren ein paar lustige Sachen bei. Da konnte ich noch ein bisschen drüber lachen, was da passiert ist. 1000 Wege ins Gras zu beißen, genau, das war gewesen. Und das fand ich sehr amüsant. Ich bin dann irgendwann mittendrin geschlafen und das hat wahrscheinlich ein bisschen geholfen, dass ich dann doch wieder schnell gesund wurde. Ja, wie gesagt, das waren alles die Gründe, warum es jetzt bei mir lange Zeit nichts gekommen ist. Wie gesagt, der Input hat ein bisschen gefehlt, ich habe ein bisschen Abstand gebraucht und wie gesagt, die Arbeitsbedingungen plus diese Psycho-Kacke-Dings da, dass mein Körper da nicht mehr hin wollte und mein Geist wahrscheinlich auch nicht mehr, aber ich mich trotzdem nicht gefühlt habe, waren wahrscheinlich die Gründe, warum ich da einfach nicht hin wollte, warum ich jetzt Pause gemacht habe. Aber jetzt ist jetzt wieder so Sachen durch den Kopf geschossen. Ich bin weg von dieser Kackbaustelle. Es wäre auch sehr schon früher ein Sprechnauze-Video gekommen. Aber die Dienste, die ich ja bei einer anderen Baustelle hatte, die waren so bescheuert, dass da so tagsüber an einem Feiertag und auf einem Sonntag Leute gearbeitet haben. Und da kann ich aber schlecht vor der Kamera sitzen. Und zu Hause möchte ich von der Welt nichts wissen. Mein Haus ist mein Zufluchtsort, da möchte ich von der Welt nichts wissen. Da werde ich mich nicht immer vor der Kamera setzen und mich mit irgendwelchen inneren Problemen beschäftigen. Da zu Hause will ich mich ablenken, da will ich zocken, Filme kicken, bla bla bla. Das ist da wirklich der Abstand von allem und das tut auch ganz gut. Aber wie gesagt, mein Zuhause ist mein Zufluchtsort und da ist ja ganz klar, lasst mich alle zufrieden, ich will von euch nicht wissen, ja. Also zumindest nicht von den meisten, von den Leuten, die mir nachstehen, natürlich schon, ist ja ganz klar. Aber so von den meisten würde ich sagen, Abstand, lasst mich in Ruhe. Wenn bald bei mir die Tür hinter mir zu ist zu Hause, wenn ich von der Arbeit komme, leckt mich alle am Popo. Ist so, ja. Also von daher wisst ihr jetzt, was bei mir so los gewesen ist die letzten Wochen. Ich hoffe, dass ich jetzt im Sommer wieder irgendwann Dienste kriege, wo ich alleine bin, wo ich mich über bestimmte Sachen wieder auslassen kann, weil ich habe da wieder richtig Lust drauf. Der Abstand hat, wie gesagt, ganz gut. Ist halt wie mit den Metal-Bands. Ne? Manchmal brauchen die auch mal eine Weile länger, bis sie wieder ein neues Album rausknallen. Einfach, weil sie ein bisschen Pause brauchen, um neue Kreativitäten, kreative Ideen zu entwickeln. Weil wir schon immer mit derselben Frau schlafen. Aber ab und zu muss man was anderes. Ne? Also, kennen wir ja, ne? Ja, denkt mal, damals als gesagt, mehr ist in diesem Video jetzt nicht zu hören von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid froh, dass ich wieder da bin. Ich weiß nicht, wie jetzt der Abstand zwischen den Videos wieder sein wird. Ich glaube aber nicht, dass ich noch mal wochenlang warten werde, bis wieder irgendwas kommt. Ich glaube, ich jetzt im Sommer wechsle ich auch mal ein bisschen aktiver. Ich bin halt ein Sommertyp. Ja, es wird bestimmt wieder den einen oder anderen Input geben, über den ich reden werde. Also noch mal wochenlang warten werdet ihr wahrscheinlich nicht müssen. Vielleicht kommen wir mal so ein paar Tage dazwischen, vielleicht eine Woche oder so, mal gucken. Ich weiß nicht, ich lasse mich da aber treiben. Ne? Wenn ich eine Idee habe, rede ich drüber, wenn ich keine habe, lasse ich es bleiben. Weil was soll ich mir mit einem Schwachsinn beschäftigen, der sowieso keinen Sinn ergibt. So wie dieses Video hier. Ja, kleiner Spaß am Ende. So, jetzt aber wirklich Feierabend. Ich mach Schluss, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, wenn ich da das recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.